Münchens Cuvier-Theater, ein Experiment über die Liebe. Mit Puppentheater habe ich bislang das Kasperltheater meiner Kindheit verbunden. Doch damit haben die riesigen Menschenpuppen und die Klappmaulfiguren von Nikolaus Habian wohl wenig zu tun. Hier werden sie jetzt gerade vorbereitet und wie sie aussehen, das schauen wir uns jetzt an. Puppen lebensgroß mit starren Glasaugen, unterleibslos. Sie sind die Hauptdarsteller in Marivaux's Der Streit, ein französisches Stück aus der Aufklärung. Im Rokoko-Theater mit Rokoko-Kostümen. Der Theater-Shootingstar Nikolaus Habian fertigt die Puppen selbst. Er inszeniert und spielt die Puppen mit den Schauspielern des Residenztheaters. Die Klappmaulpuppen sind noch mal eine Spur, die gehen noch mal in die Spur in etwas Groteskeres, auch vielleicht auch ein bisschen was Witziges, die können schneller reagieren. Und mir war wichtig, dass es einen Unterschied gibt, dass diese Figuren wirklich etwas Objektartiges haben, was die Klappmaulpuppen eher nicht haben. Gegen meinen ganzen Hof behaupteten sie, wir Männer hätten das erste Beispiel für Untreue und Wankelmut in der Liebe gegeben. Sie sind das Herrscherpaar, das ein grausames Experiment betreibt, um herauszufinden, welches Geschlecht war zuerst untreu. Röten. Männer haben immer schon behauptet, Frauen seien hinterhältig, kokett und schlecht. Habt ihr uns andere Möglichkeiten gelassen als die elende Beschäftigung euch? Doch warum Puppen bei den vielen medialen Theatereffekten? Manchmal muss ich aber sagen, tut es mir ein bisschen weh, wenn man das grundsätzliche Handwerk des Theaters und die grundsätzliche Konstellation mit einem Schauspieler auf einer Bühne in einem dunklen Raum, der eine Geschichte erzählt, der einen Charakter darstellt, der damit auch Zuschauer, die da unten sitzen, irgendwie berührt, verändert, aufregt, irritiert und so weiter. Also die Basics des ganzen Berufs gerät mir momentan etwas in den Hintergrund. Was? Das da bin ich? Am Anfang steht die Selbstliebe. Das ist mein Gesicht? Aber das ist ja sehr schön. Aus der Liebe zu sich selbst entwickelt sich die Erotik zu anderen. Die Schauspieler beleben auf hinreißende Weise die Figuren. Zum Beispiel diese Puppen können eine Naivität spielen, die kein Mensch erreichen kann, weil man der Puppe wirklich abnimmt, dass sie zum ersten Mal ihre Hand sieht. Also wenn das ein Schauspieler spielen würde, dann würde man denken, der hat sie ja nicht mehr alle. Aber wenn eine Puppe zum ersten Mal die Hand sieht und zum ersten Mal vielleicht auch eine Oberfläche bemerkt, sie teilt mit dem Publikum und also sowas zum Beispiel, da entsteht eine ganz absurde Wahrhaftigkeit. Meine Schönheit bringt sie ganz zur Verzweiflung. Oh, was sagen Sie zu diesem Fadenobjekt, diese lächerliche Person? Was die Kostüme eindeutig festlegen, wird durch die Stimme der Schauspieler widerlegt. Erst durch die Kleidung und Gesellschaft gewinnen sie eine geschlechtliche Identität. Das behaupte ich nicht. Ich sage schöner. Ja, schöner. So, dann soll sie doch einen Blick in diesen Spiegel hier werfen, wenn sie den Mut dazu hat. Ich kann Sie nur auffordern, einen Blick in meinen Spiegel zu werfen, denn er ist der Richtige. Spitzt man da automatisch mehr zu, wenn man diese Puppe in der Hand hat? Eben, also wenn ich mir als Schauspielerin auf der Bühne überlege, so viel mit meinen Armen zu machen, dann würde ich mich, glaube ich, schämen. Aber eine Puppe darf das und das ist so toll. Wir müssen uns lieben. Ja? Marivaux dekliniert hier die Typologien der sexuellen Liebe durch. Küss mich wieder. Was normal ist und was nicht, ist noch nicht ausgemacht in dem aufklärerischen Text. Die Natürlichkeit geht erst später verloren. Ich betrachte sie nur, weil ich dabei gute Laune bekomme. Das sind vier junge Menschen, die 18 Jahre lang nur sich allein hatten. Dann lernen die auf einmal andere Menschen kennen, kommen mit denen in Beziehung, kommen mit denen in Konflikt. Sie sind ja vollkommen seelisch verkrüppelt. Und dann, zack, machen sie einen Fehler und werden dafür bestraft, dass sie wieder in ihre Bereiche gebracht werden, dass sie wieder isoliert werden. Also das heißt, es ist eigentlich schlimmer als der Tod. Und das ist, das ist ganz brutal. Gefühle seziert, Puppen zerlegt.
Die Frage, wer zuerst untreu war, ist völlig irrelevant. Das alte Stück aus der Aufklärung trifft viel bösartiger und lustiger heutige Fragen.